Zielgruppe bei Go-Kart-Fahren gibt es nicht. Es ist vom Bauarbeiter bis zum Rechtsanwalt. Das ist wirklich unsere Gruppe. Es fahren alle. Es fahren Ärzte, es fahren Rechtsanwälte, Notare, es fahren Hartz-IV-Empfänger, es fahren der Normale, der jetzt wirklich auch in der Fabrik arbeitet, fährt bei uns Go-Kart. Insofern ein besonders erhebliches Gefährdungspotenzial da, weil sie eben ohne Helm gefahren werden dürfen, diese Fahrzeuge an einem Beckengurt. Und wenn sie einen Auffahrunfall mit diesen Fahrzeugen produzieren, das muss noch nicht mal eine besonders hohe Geschwindigkeit sein, dann rutschen sie gnadenlos unter dieses Fahrzeug und haben keine Möglichkeit in irgendeiner Form diesen Körper dann zu schützen. Also ich denke mal, nach Start ist es ziemlich sicher, da sowieso man irgendwie auffällt damit und die Autofahrer automatisch aufpassen. Kein Problem.